Hallo zu meinem Video. Ich zeige dir in diesem Video, wie man eine Vorlage für eine Mahnung in Word erstellt. Wir werden eine Vorlage erstellen mit einer Kopfzeile, einem Adressfeld und mit einer Fußzeile. Ich zeige dir auch, wie du Falz- und Lochmarken erstellen kannst. Ich zeige euch kurz das Dokument, das wir erstellen. Wir haben hier oben eine Kopfzeile mit Adresse und Logo, dann ein Adressfeld, das Datum, Betreffzeile, Anrede und Text. Dann hier unten eine Fußzeile mit weiteren Informationen und hier eine Falzmarke. Wir werden das Dokument außerdem als Vorlage speichern, damit es nicht versehentlich überschrieben werden kann. Mehr EDV-Tipps für Word und Excel findest du auch auf meinem Blog. Der Link ist in der Beschreibung. Habe ich hier jetzt ein neues leeres Dokument geöffnet. Ich habe als Standardschrift Times New Roman und 12 eingestellt. Bei Layout habe ich die Abstände alle auf 0 gestellt. Und dann fangen wir an, gehen in die Kopfzeile mit Doppelklick. Das möchte ich zentriert. Und dann schreibe ich hier den Firmennamen und die Adresse hin. Ich schreibe jetzt einfach nur Firma und Straßennummer, also beispielhaft. Dann möchte ich rechts daneben das Logo, also Registerkarte einfügen, Bilder, dieses Gerät. Ich habe das auf meinem Desktop. Das wird standardmäßig mit Text in Zeile eingefügt, das heißt, mein Logo ist hier so an den Text geklebt. Um das zu ändern, muss ich hier auf dieses Symbol klicken. Und dann nehmen wir zum Beispiel Quadrat. Textumbruch ist das Textumbruch Quadrat. Dann schiebe ich mein Logo ungefähr an die Stelle, wo ich es haben möchte. Und mit Ausrichten kann ich dann noch sagen, dass es rechtsbündig sein soll. Dann schließen wir die Kopfzeile. Ich gehe mit meinem Cursor ungefähr auf Position 5 cm. Ich sehe das hier unten. Ich habe die vertikale Seitenposition eingestellt. Wenn ihr das nicht seht, dann macht ihr Rechtsklick auf die Leiste hier unten. Und dann müsst ihr anhaken, vertikale Seitenposition. Das Adressfeld befindet sich ungefähr 5 cm unter dem Seitenrand. Deswegen gehen wir hier an die Stelle 5. Geht nicht so genau, wir können das noch einstellen, aber nur schon mal ungefähr, dass wir nicht komplett falsch sind. Und dann fügen wir ein Rechteck ein fürs Adressfeld. Registerkarte einfügen, Formen, Rechteck. Ich ziehe mal hier ein Rechteck. Die Größe ist relativ egal, die stellen wir noch ein. Ich wähle hier einen Standard mit schwarzem Rand und keine Füllung. Und dann klicken wir hier auf dieses Symbol und auf weitere Anzeigen. Und dann stellen wir ein, wo unser Rechteck sein soll, hier bei Position. Die absolute Position ist minus 0,28 von Spalte. Und die absolute Position ist 5,0 von Seite. Bei Textumbruch stellen wir ein Rechteck. Und bei Größe die Höhe 4 cm und die Breite 8,5 cm. Dann auf OK. Dann fügen wir hier den Text ein, Rechtsklick auf dieses Adressfeld und dann Text hinzufügen. Jetzt müssen wir ein paar Sachen einstellen. Wir gehen in die Registerkarte Formformat und stellen ein, zum einen den Text ausrichten. Ich möchte oben anfangen. Dann stelle ich ein linksbündig. Und 9 cm. In die erste Zeile kommt unsere Absenderadresse, deswegen mache ich das ein bisschen kleiner. Und bei Layout müssen wir jetzt auf 0 stellen. Dann kann ich hier die Absenderadresse gleich eingeben. Die ist ja immer gleich.
Dann mache ich eine Leerzeile und die Adresse, die Empfängeradresse, schreibe ich dann wieder in normaler Größe. Dann gehe ich mit meinem Cursor nach unten. Ich möchte jetzt mein Datumsfeld eintragen. Ich gehe also unter das Adressfeld, klicke auf rechtsbündig. Hier wird jetzt mein Datum eingetragen. Dafür nehme ich ein Datumsfeld aus den Schnellbausteinen. Ich gehe also in Registerkarte einfügen, dann Schnellbausteine und Feld. Und hier wähle ich aus das Create Date. Ganz wichtig hier bei Datumsformate, dass ihr das Format anklickt, das ihr haben wollt. Und dann auf OK. Das Create Date gibt immer das Erstelldatum des Dokuments an. Ich speichere dieses Dokument hier als Vorlage. Jedes Mal, wenn ich einen Brief daraus erstelle, ist dieser Brief ein neues Dokument und deswegen wird in dem neuen Dokument dann das Datum des Tages angegeben, an dem ihr diesen Brief erstellt habt. Wird wahrscheinlich später noch klarer. Ich zeige euch am Schluss, wie man dieses Dokument als Vorlage speichert und was passiert, wenn ich ein Dokument aus dieser Vorlage erstelle. Und dann wird euch auch klar, wieso ich hier das Create Date nehme. Dann gehe ich eine Zeile nach unten, stelle wieder auf linksbündig. Dann brauche ich zwei Leerzeilen. Hier kommt jetzt mein Betreff hin. Also Betreff wird in Fett geschrieben und dann schreibe ich den Teil, der immer gleich bleibt. Je nachdem, was ihr schreibt in euren Mahnungen, vielleicht schreibt ihr Mahnung. Ich schreibe jetzt mal unsere Rechnungnummer und dann müsste ich das eben anpassen. Also ich schreibe den Teil, der immer gleich bleibt, in meine Vorlage. In der nächsten Zeile muss ich das Fett dann wieder ausstellen. Mache auch hier zwei Leerzeilen und dann kommt meine Anrede. Auch hier schreibe ich nur den Teil, der immer gleich bleibt. Dann kann ich, wenn ich immer den gleichen Text habe, den hier auch gleich eingeben. Ihr könnt für wiederkehrende Texte, die ihr immer wieder braucht, auch Schnellbausteine anlegen. Dazu habe ich einen Blogartikel geschrieben. Falls ihr nicht wisst, wie man Schnellbausteine oder Autotext anlegt, könnt ihr das in meinem Blog nachlesen. Und als nächstes kommt dann noch die Signatur. Ich schreibe erstmal mit freundlichen Grüßen, dann ein bisschen leer für eure Unterschrift und dann je nachdem, wie das bei euch in der Firma ist oder wie ihr eben eure Signatur erstellt. Normalerweise schreibt man den Namen nochmal drunter. So ist es falsch. Nachname, so. Vielleicht noch die Position dazu, also irgendwie Sachbearbeiterin Innendienst oder irgend sowas. Position. Nein. Schwieriges Wort. Position. Jetzt. Dann machen wir noch die Fußzeile. Also nach unten ins Dokument und die Fußzeile öffnen mit Doppelklick. In der Fußzeile können wir jetzt noch weitere Informationen angeben. Handelsregisternummer, Bankverbindung, Telefonnummern, Öffnungszeiten und so weiter. Ich mache auch hier die Schrift ein bisschen kleiner. Ich mache es mal auf 10. Also zum Beispiel Bankverbindung angeben. Verbindung. Oder eigentlich gibt man heute die IBAN an. Also ich schreibe jetzt hier einfach irgendwie ein paar Zahlen. Dann mit der Tabulator-Taste weiter. Wir haben hier in der Fußzeile einen zentrierten Tabulator. Wir können das auch ändern. Wir können eigene Tabulatoren anlegen, ganz normal hier über Absatz und dann Tab-Stops. Aber meistens reichen eigentlich die Standard-Tabs, die angegeben sind. Ich schreibe hier mal noch Telefonnummer. Telefon. Und dann vielleicht Öffnungszeiten, nächste Zeile, vier, sieben, sieben, Montag bis Freitag,
bis 12. Wichtig, dass ihr immer mit den Tabulatoren weitergeht, mit der Tabulator-Taste, damit das alles schön untereinander geschrieben ist. Dann die Fußzeile schließen, Doppelklick ins Dokument. Dann machen wir noch die Falzmarke. Dazu gehe ich in die Kopfzeile. Ja, wir hätten es jetzt auch auflassen können. In die Kopfzeile auf. Es ist auch die Fußzeile offen. Ich mache die Falzmarken und die Lochmarke auch in die Kopfzeile, weil ich sie dann nicht versehentlich verschieben kann. Also Kopfzeile öffnen, dann einfügen Form, eine Linie. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ich habe sie ein bisschen schief gemalt, dass sie wirklich gerade ist, gebe ich hier oben die 0 ein. Und ich möchte sie 1,5 cm breit haben. Dann muss ich wieder die Position festlegen. Also auf dieses Symbol klicken und weitere anzeigen. Ich mache hier minus 0,5 und von Spalte. Und jetzt muss ich kurz spicken. Die ist 10,5 und das auch wieder von Seite. Und dann OK. Dann habt ihr hier jetzt die Falzmarke. Die zweite Falzmarke weiter unten und die Lochmarke funktionieren vom Prinzip her genauso. Ich sage euch noch die Positionen. Die zweite Falzmarke ist auf 21 cm und die Lochmarke ist auf 14,85. Die anderen Einstellungen bleiben alle gleich. Es ändert sich nur der Abstand zum oberen Seitenrand und das sind eben die erste Falzmarke bei 10,5, die zweite bei 21 und die Lochmarke bei 14,85. Dann speichern wir unser Dokument jetzt noch und zwar als Vorlage. Ich gehe hier in Registerkarte Datei ganz links auf Speichern unter, durchsuchen. Ich gebe dem Ganzen einen Namen. Ich nenne das jetzt Vorlage Mahnung. Dann wähle ich aus Word-Vorlage. Dabei geht er auch automatisch hier in meine benutzerdefinierten Office-Vorlagen. Und dann auf Speichern. Ich gehe jetzt auf Abbrechen, weil ich habe es hier schon gespeichert. Also ich gehe auf Abbrechen, ihr geht auf Speichern. So, wenn ihr jetzt einen Brief aus dieser Vorlage erstellen wollt, dann geht ihr auf euer Laufwerk, also über den Explorer hier. Dieser PC, Dokumente und dann habt ihr hier benutzerdefinierte Office-Vorlagen. Das ist der Ordner, in dem diese Vorlagen normalerweise gespeichert werden. Ihr könnt das aber angeben. Ihr könnt auch einfach sagen, ich möchte das woanders speichern und einen anderen Ordner auswählen. Also meine sind jetzt hier drin. Wenn ich jetzt einen Brief schreiben möchte, dann öffne ich einfach dieses Dokument. Mein Dokument heißt Vorlage Mahnung. Wenn ich jetzt ein Dokument öffne, dann steht hier oben Dokument 1. Das heißt, meine Vorlage ist ein Dokument, das an einem bestimmten Tag erstellt wurde. Jedes Mal, wenn ich aus dieser Vorlage einen neuen Brief erstelle, wird ein neues Dokument gemacht. Deswegen heißt mein Dokument jetzt auch nicht Vorlage Mahnung, sondern Dokument 1. Und das ist eben das mit dem Datum. Es ist jetzt noch der gleiche Tag, deswegen habe ich das gleiche Datum. Wenn ihr aus eurer Vorlage an einem anderen Tag einen Brief erstellt, dann seht ihr dieses Datum von diesem Tag in eurem Brief. Wenn ihr die Vorlage ändern wollt, müsst ihr diese Vorlage ändern und zwar am besten über Word. Kann sein, dass es jetzt noch hier unten drin ist, dann könnt ihr es von hier öffnen. Ansonsten öffnen, durchsuchen, benutzerdefinierte Vorlagen und dann hier Vorlage öffnen, also Vorlage Mahnung, das öffnen. Dann steht hier oben Vorlage Mahnung. Ganz wichtig, dass ihr nicht versehentlich euer Dokument ändert, wenn ihr eure Dokumente, eure Word-Dokumente über Word öffnet und ihr habt eine Vorlage, dann ändert ihr eure Vorlage. Ihr müsst also, wenn ihr Vorlagen nutzt, über den Explorer gehen. Hier öffnen,
Dann steht hier oben Dokument 1, ein neues Dokument und dann könnt ihr eure Vorlage nicht überschreiben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es doch bitte und schau mal bei meinem Blog vorbei. Ich habe auch ein paar Bücher geschrieben, die sind auch alle in der Beschreibung unten verlinkt. Abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ich ein neues Video veröffentlicht habe.